Ja, es ist schon erschreckend, was man da für Einblicke gewinnt. Durch Zufall, habe ich über andere Personen, erfahren von Äußerungen von, Personen von Extinction Rebellion, die mich an das erinnern, was ich auch selbst erleben konnte oder wahrnehmen konnte bei öffentlichen Veranstaltungen und Demonstrationen, nämlich konkrete Straftaten von Seiten von Extinction Rebellions, kann ich mehrfach beeiden sozusagen. Und die Gefahr ist halt, dass Fridays for Future, glaube ich, auch vielleicht sehr stark von solchen Verfassungsverfeinden infiziert wird. Also das erste Mal fiel mir auf, das Verrückte ist, als ob sozusagen, als ob irgendwie diese ganze linksextremistische Szene, Extinction Rebellion und davon ein bisschen infiziert vielleicht, Fridays for Future und so weiter, als man könnte fast sozusagen denken, als ob da irgendwie es gar nicht um die Weltrettung ginge, es gar nicht um die Weltverbesserung ginge, sondern um ganz andere Dinge. Vielleicht geht es am Ende nur um den Neid auf irgendwelche Reichen, die man totschlagen möchte. Oder ich kann jetzt hier nur wild rumspekulieren. Also es mutet manchmal so an, als ob hinter dieser Szene sozusagen entweder etwas völlig Verrücktes stehen würde. Oder eben irgendwie etwas, wo es gar nicht darum geht, irgendwie die Welt zu retten, Klimaschutz zu machen. Denn die Next Scientists for Future hatten ja Fridays for Future den Kohlestopp 2026 voll finanziert, angeboten bei gleichzeitigem Degrowth, Postwachstum und gleichzeitigem Wirtschaftswunder, was tatsächlich geht, ja. Aber nur wenn man was davon versteht, kann man das auch verstehen, wie so etwas zusammenhängt. Ja, und auf der anderen Seite, ja, manchmal hat man den Eindruck, will man vielleicht gar nicht den Kapitalismus, die Marktwirtschaft beenden? Oder will man ihn, wenn man beenden will, nur mit Gewalt beenden, nur mit Totschlagen und mit Raubmördertum? Oder keine Ahnung. Also ich kann gar nichts sagen, es ist völlig wirre. Ich fange mal vorne an, wie es angefangen hat. Das erste Mal hatten wir gemerkt, dass da irgendwas verfassungsfeindliches, Linkskriminelles unterwegs ist bei Wikipedia. Ja, da hatte wohl irgendjemand versucht, mal einen Artikel über den Weltrat und die Next Scientists for Future sozusagen bei Wikipedia zu posten, und schon hagelte es in krimineller Weise Beleidigungen, Beschimpfungen, Diffamierungen. Ja, weil eben Professoren und Professorinnen natürlich eine gemäßigte Linie haben und nicht einfach hingehen und sagen, ja, wir müssen die Reichen umbringen oder irgend so ein Blödsinn, weil die eben differenziert sagen, eine Gesellschaft wirklich total zu transformieren, muss man mit naturwissenschaftlichem Bedacht und Vorsicht tun, dass man bloß nichts Falsches tut, was die Volkswirtschaft gefährden könnte, dass auch sozusagen die militärische Verteidigungsfähigkeit gefährden könnte und so weiter. Und solche bedächtigen Überlegungen passen natürlich linkskriminellen Verfassungsfeinden nicht. Und die Äußerungen, die ich von damals beeiden kann, sind wirklich beleidigend, diffamierend und so weiter, so dass man ganz klar sagen kann, da ist eine linkskriminelle Szene. Ja? Und Wikipedia, das mag einige einzelne physikalische Ereignisse oder irgendwas mögen die Informationen teilweise brauchbar sein, aber sobald es um Gesellschaftspolitisches geht, ist das für mich ein linkskriminelles Propagandaorgan. Da kann ich beeiden, was ich da sozusagen lesen musste,
war zutiefst, waren kriminelle Beleidigungen, kriminelle Diffamierungen, kriminelle Versuche der Rufschädigung und so weiter. Und das ist Wikipedia, ja. Und dann bei Extinction Rebellion, wie gesagt, kann ich beeiden die Straftaten, ja. Und das und auch da kann ich eben auch sagen, da war schon ganz früh zu merken, das paradoxe Verhalten, ja, sozusagen. Da wird stundenlang darüber geredet, wie man die Welt retten will, wie man die Klimaschutz haben will und so weiter. Und dann werden die Leute eingeladen mit dem Hinweis, dass ganz offen diskutiert werden soll. Und sobald dann der Vorschlag kommt, ja, hier, diese Professoren könnten den Kohlestopp 2026 problemlos schaffen und Deutschland mit einem 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan problemlos klimaneutral machen und CO2-neutral machen, und plötzlich vollständigste Ablehnung, weil irgendwas ist da. Entweder sind es total verwirrte Geister und richtig gefährliche, verwirrte Menschen, oder es sind ganz andere Zielsetzungen, um die es geht. Vielleicht geht es am Ende nur um die ganzen Spendengelder, die zusammenkommen oder irgendwas. Keine Ahnung, weiß doch kein Mensch. Aber sozusagen eine paradoxe Reaktion, ja, sozusagen. Da wird 2 Stunden Vortrag gehalten und die Leute werden eingeladen zu offener Diskussion und 2 Stunden vorgetragen, wie verzweifelt man ist, dass man noch so keinen richtigen Weg zum Klimaschutz sieht, und dann wird er einem angeboten und dann kommt die krasseste Ablehnung, ja, und das ist sowas von wirre, also das ist sowas von erschreckend, ja, dass es sowas gibt in der Welt, ja, und dann bei Scientists for Future, ja, da ist jemand, mit dem ich 4 Stunden, glaube ich, ungefähr telefoniert habe, und der, wo ich natürlich gemerkt habe, dass der also wissenschaftlich aus meiner persönlichen Erfahrung und Sicht heraus nur drittklassig ist, ja, und überhaupt nicht reflektieren kann, was es heißt, wenn wir es mit kapitalistischer Pseudowissenschaft zu tun haben, mit einer evidenzbasierten Medizin, wo wir doch alle, die kapitalismuskritisch denken können, wissen, dass es darum geht, Verkaufsmöglichkeiten für pharmazeutische Produkte, für Impfungen, für Operationen und sonstige Produkte herzustellen, und dass das mit seriöser Wissenschaft eigentlich praktisch überhaupt nichts zu tun hat, und sozusagen und so ein Pochen auf das Evidenzbasierte, das so hoch fragwürdig ist, dass ein Krebstherapiekritiker wie Herr Hirneise zu Recht gesagt hat, 98% aller Studien sind wertlos, weil Studien, ja, wie ich sagen würde, weil meine Erfahrung ist auch, nichts anderes ist irrtumsanfälliger oder täuschungs- und betrugsanfälliger als Studien. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auf der Welt 1, 2 wirklich aussagekräftige wissenschaftliche Studien gibt. Ja, also mir ist es da viel lieber, mich auf Naturgesetze zu berufen. Und wenn man sich auf Naturgesetze wie das Gravitationsgesetz von Newton oder ich ganz bewusst jetzt hier nenne, das Naturgesetz von Mutation und Selektion von Charles Darwin, nenne oder nach Charles Darwin nenne, ja, wenn man daran andockt, dann hat man Beweiskraft, weil man sich an Naturgesetzlichkeiten andockt und so weiter. Ja, und dann eben sozusagen hat dieser Gregor Hagedorn eine regelrecht unverschämte und von Beleidigung und Missgunst und Diffamierungsabsicht strotzenden sozusagen Distanzierungen geschrieben, auf die wir natürlich eine saftige Gegendistanzierung dann schreiben mussten, ist ja klar. Aber es ist einfach tragisch mit anzusehen, ja,
wie da also sozusagen ja letztendlich etwas ganz Dunkles und Schmutziges, man will die Welt retten und denkt eigentlich, da die Leute empfangen einen mit offenen Armen und sind jetzt begeistert, dass es da 24 Professoren, Doktoren und so weiter gibt, die kostenlos bereit sind, an der Weltrettung mit aktiv mitzuwirken und ganz klare Lösungen und Lösungskonzepte haben. Und dann sowas wie: Nein, das darf nicht sein. Also als ob sozusagen alle, die vorher gesagt haben, ja, wir wollen Klimaschutz und wir wollen Weltrettung und wir wollen System Change, not Climate Change, plötzlich sagen, nein, das wollten wir doch alles eigentlich gar nicht. Wir wollten eigentlich doch das Gegenteil, ja. Und wie dann also sozusagen also sozusagen ein solch wie so ein Schmutzkübel öffnet sich da, und für mich ist es der Schmutzkübel des linksextremistisch-verfassungsfeindlichen, der sich da öffnet, ne? Der sozusagen, wo Menschen sozusagen am liebsten mit Gewalt der Restgesellschaft die Restgesellschaft zwingen wollen, sich ihrem Willen zu fügen. Weil sie ja bei den Wahlen null Chancen haben sozusagen, weil die Mehrheit der Bevölkerung deren Ideen gar nicht interessant findet und so weiter. Aber dann stattdessen sozusagen mit Gewalt. Ja, und der Gregor Hagedorn von den Scientists for Future hat dann also sozusagen seine Diffamierungskampagne. Ja, so als ob er aus einer ungeheuren Anmaßung heran, als ob er sozusagen darüber wachen würde, dass es nur eine Wissenschaftler für die Zukunft geben darf, nur eine Scientist for Future, wo doch die ganz normale, zumindest offiziell scheinbare oder zum Schein dargestellte, vielleicht auch nur geschauspielerte Version doch so ist, dass alle möglichen Gruppen sich for Futures nennen, Artists for Future, Teachers for Future, Parents for Future, Grandparents for Future, Opis for Future oder Oldies for Future oder was Vegans for Future und also unzählige Gruppen, Students for Future und so weiter. Und die können doch alle, jede von den Gruppierungen hat doch das Recht, das ist doch zumindest die offizielle Fassade, den Fridays for Future ihre Unterstützung anzubieten. Und jetzt ist es natürlich eine Entscheidung der Fridays for Future, jetzt zu entscheiden, welche dieser Kooperationsangebote und Hilfsangebote sie annehmen, ja? Aber so zu tun, als ob es nur Herr Hagedorn das Recht hätte, über den Namen Scientists for Future verfügen zu dürfen, als wäre es, ginge es um ein Milliardengeschäft und den Markennamen eines Milliardengeschäftes sozusagen, ist es eben so, dass es kann 1000 Gruppierungen Scientists for Future geben, die 1000ste Gruppierung, und die können sich den Fridays for Future anbieten. Und die müssen sich dann halt aussuchen, ja. Und der Gregor Hagedorn hat dadurch versucht, die Fridays for Future dahingehend zu manipulieren, dass die sich gar nicht richtig den Next Scientists for Future oder dem Weltrat richtig widmen, weil sie ja schon diffamiert worden sind von Gregor Hagedorn und dadurch eben sozusagen letztendlich die Fridays for Future davon abgehalten wurden, zu erkennen, dass die Next Scientists for Future die einzigen sind, die ihnen wirklich helfen können, und die anderen nur zwar davon geredet haben, dass sie ihnen helfen hätten können, aber alles, was Scientists for Future bis jetzt der Öffentlichkeit angeboten haben, ich erinnere mich noch ganz klar an Frau Professor Boetius und ihr fast schon Schreien bei Maybrit Illner und ihr Fordern eines schnellen Klimaschutzes und so weiter. Und die Resonanz ist doch, dass die Gesellschaft darauf null reagiert hat, faktisch, ja, weil eben es so nicht geht.
Es geht nicht so, dass man andere Leute anschreit und einfach nur fordert, tut ihr was, opfert ihr euer Geld und euer Vermögen dafür und erfüllt uns unsere Wünsche. Nein, man muss ein Konzept haben, mit dem man gleichzeitig ein Wirtschaftswunder ermöglicht und davon dann die Klimaschutzziele bezahlt und sozusagen davon einen Postwachstums- und Degrowth-Prozess einleitet, der paradoxerweise ganz viel weiteres Geld freisetzt. Ja, aber dafür muss man ja was von naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftslehre verstehen. Und ja, also wie gesagt, ich kann nur noch mal mein Entsetzen ausdrücken. Irgendwie, man begegnet der ganzen Fridays for Future Greta Thunberg Bewegung und man gerät in den Schmutz von Wikipedia, man gerät in den Schmutz von Extinction Rebellion und den entsprechenden verwirrten Geistern und man gerät in den Schmutz von einem Gregor Hagedorn, der sozusagen sich anmaßt, über die Wissenschaft der Welt bestimmen zu können und verfügen zu können, ja, und vor allem auch über Fridays for Future verfügen zu können. Das ist doch allein die Entscheidung von Fridays for Future. Die könnten doch jetzt morgen hingehen und sagen, ja, es war ja nett, Scientists for Future, dass ihr uns eure Hilfe angeboten hattet. Wir waren ja auch ein Stück des Weges mit euch gemeinsam gegangen in der Öffentlichkeit, aber wir sehen, dass ihr uns nicht voranbringt. Jetzt müssen wir mal mit den Next Scientists for Future zusammenarbeiten, ja. Das steht doch den Fridays for Future bei. Wobei die schlimmste Befürchtung ist, dass das Ganze faul ist. Dass nicht nur da und dort Schmutz ist, sondern vielleicht das Ganze irgendwie. Also überzeugt mich, also bitte überzeugt mich, dass das Ganze eine seriöse Geschichte ist. Also ich bekomme da immer mehr Zweifel. Diese ganzen Straftaten, die ich beeiden kann und beobachten konnte, wie ich beobachte, konnte, wie Mitglieder von Fridays for Future sozusagen offensichtlich Menschen verfolgt haben, wo die dann von ganzen Polizeikolonnen geschützt werden mussten, wahrscheinlich weil man gedacht hat, dass die Fridays for Future jetzt gewaltsam über diese Menschen herfallen. Also so etwas Kriminalitätsnahes und ich nenne es jetzt mal einfach so etwas Schmutziges, ja, kann ich alles beeilen. Habe ich alles live gesehen und beobachtet und so weiter. Ich gehe übrigens selber grundsätzlich nicht mehr auf solche Demos, weil mir da dieses ständige Kriminelle und dieses ständige mit dem Schmutz der Gesellschaft in Kontakt zu kommen, einfach, da gehe ich nie mehr hin. Das ist für mich so am Rande eines linksextremistisch verfassungsfeindlichen, verrückten, kriminellen Geschehens, dass ich damit nichts zu tun haben will mehr, ja? Ja, also von daher, ich bin mal gespannt, ob man jetzt auch über Kopfhörer, diesmal haben wir es mal versucht mit zwei Mikrofonen, ob jetzt links und rechts was drauf ist. Und ja, also so viel zur jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ich kann nur noch mal abschließend sagen, ich bin entsetzt, was ich erleben musste und beeiden kann von Wikipedia, von Extinction Rebellion, teilweise leider auch von Fridays for Future, was ich beeiden kann von, das brauche ich ja nicht zu beeiden, dass die Diffamierung ist ja im Internet zu lesen von Gregor Hagedorn, ja. Also ich bin entsetzt. Ich dachte, es ging darum, gemeinsame Bemühungen zu machen, die Welt zu retten und nicht einen Diffamierungskrieg gegen Leute zu machen, die genau das anbieten, was man sich wünscht. Kohlestopp 2026, 900 Milliarden Euro, 7 Jahre Plan, das ist ja genau das, was immer von allen Seiten gefordert wurde. Nur man will es dann nicht. Wenn gesagt wird, ja, wir haben alles fertig, um euch das zu geben, dann will man es nicht. Also das ist sowas von merkwürdig. Also bitte, Leute, wenn ihr mir das erklären könnt, bitte in sachlichen Kommentaren reinschreiben. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir wissen alles über die Welt naturwissenschaftlich. Aber
über solche verrückten Exzesse und dass es solche verwirrten Menschen gibt und so solche merkwürdigen Phänomene. Und ich meine, ich bin mir klar, es muss Verrücktes geben. Schauen wir uns nur an, dieses ganze rechtsextremistische Geschehen und die rechtsextremistischen Morde und so weiter. Was muss es da für Irre geben, ja? Und für gemeingefährliche, verwirrte, rechtsextremistische, verfassungsfeindliche Kriminelle, ja? Ja? Und genauso das Gleiche scheint es aber mindestens genauso stark auf der linksextremistischen, verfassungsfeindlichen, kriminellen Seite zu gehen. Also ich finde es entsetzlich, ich finde es erschreckend. Bitte erklärt es mir. Bitte erklärt mir diese Abgründe der Menschheit, die sich da offenbaren. Ja? Alles klar, tschüssi.